und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Video, was ich glaube echt peinlich wird, denn wir reiten heute ganz genau 3 Championate. Das Moorland Championat, das Fort Pinter Championat und das Goan Hills Championat. Und wenn ich faile, ja, dann breche ich das Championat ab. Ich darf kein einziges Mal failen. Wenn ich faile, sofort abbrechen. Also, keine Ahnung, ich hatte irgendwie mal Lust drauf und da hätte ich sowieso unfassbar vielen Championaten komplett faile, dachte ich mir, ich mache daraus mein Video. Ich wollte ursprünglich nur ein Championat reiten, aber oh mein Gott, es ist mein Wecker angegangen. Oh mein Gott! Okay, weiter geht's. Also, ich wollte wie gesagt ursprünglich nur ein Championat reiten, aber ich war so, nee, wenn ich das reite und dann sofort irgendwo gegenreite und ein Fail mache, dann geht das Video vielleicht nur 2 Minuten und darauf habe ich keine Lust. Deswegen habe ich mich für 3 Championate entschieden und genau, wir fangen in Moorland an. Ja, ich habe absolut keinen Plan, wie das jetzt ablaufen wird. Also ich glaube, das Schlimmste wird in Goan Hills. Also das letzte hier ist schon unfassbar viel los. Oh mein Gott. Genau, wir sind auf Server 2. Auf Server 2 ist da, glaube ich, sowieso immer komplett viel los. Also wow. Genau, und wir haben noch, wo steht denn das? Hä, steht das hier nicht immer? Ah genau, hier 10 Minuten. Bis das Championat anfängt. Ich weiß nicht, die Strecke von Moorland ist, ich würde noch sagen, sie geht. Also es gibt wesentlich schlimmere Strecken. Ich habe mir da jetzt, wie gesagt, Fort Pinter, Moorland geht noch. Da sind die Chancen ganz gut, dass ich nicht faile. Aber ich habe, wie gesagt, absolut keinen Plan, wie das jetzt ablaufen wird. Also wir gucken mal. Und ja, dann melde ich mich, wenn wir uns zum Championat anmelden können. So Leute, es geht los. Ach du Scheiße. War das jetzt ein Bug? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ich faile, bin ich raus aus dem Spiel. Ich hoffe, ich halt lang durch. Oh mein Gott, aber irgendwie habe ich nicht so gutes Gefühl, weil ich wirklich die Königin des Failens bin. Ich glaube, wir reiten mal irgendwo lang, damit wir ein bisschen sicherer unterwegs sind. Ich habe auch absolut gar keinen Plan mehr, wo man hier lang reiten muss. Ich reite dieses Championat so selten. Ja, aber bis jetzt läuft es ja ziemlich gut. Nein, oder? Ich glaub's nicht. Nein! Ich glaub es nicht. Ey, was eine Scheiße, ne? Oh, Leute, das war... Ey, dieses Video wird 10 Sekunden liegen gefühlt. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Platzierung ich hatte. Ich glaube Nummer 13 war ich. Keine Ahnung, ich muss gleich nochmal gucken. Ey, das ist ja der größte Fail. Dieses Video wird ja der... Das wird ja komplett dumm, dieses Video. Also ich hätte ja echt gedacht, dass es schnell geht, aber nicht so schnell. Ja, ne? Das war Moorland. War komplett für den Arsch. Ey, shit, ey. Ich hätte gedacht, ich bin besser. Also bin ich ehrlich. Ich hätte gedacht, ich schaff's wenigstens, weiß ich nicht. Bis kurz vors Ziel, aber anscheinend ja nicht. Oh, naja, dann, keine Ahnung. Wir probieren es mal in Fort Pinter. Ich melde mich, wenn ich da bin. So, ihr Lieben, ich bin jetzt mittlerweile in Fort Pinter. Hier wird sich, ja, auch schön gesonnt auf jeden Fall. Finde ich sehr gut. Ja, wir reiten jetzt das Fort Pinter Championat. Ich bete zu allen Göttern, dass das vielleicht mal etwas besser laufen wird, weil das wäre schon echt peinlich gerade. Genau. Hier ist auch wieder dezent viel los. Also, ich, keine Ahnung, ich sehe irgendwie gar nicht so viele Spieler, immer wenn ich online bin. Und wenn Championate sind, boom, sind immer alle auf einem Fleck. Also, ich weiß auch gar nicht, wo die mal herkommen. Ist auch echt immer herrlich, wenn man clublos ist. Also, ich bin ja clublos. Ich habe keinen Club, weil ich im Moment keine Zeit dafür habe. Auch bei Clubtreffen und allem. Ich, keine Ahnung, wenn ich vielleicht irgendwo einen eigenen Club habe, dann ja. Aber im Moment habe ich leider nicht so die Zeit für Clubs. Und wenn man clublos ist, du wirst ja wirklich andauernd, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wirklich andauernd gefragt, ob du einen Club willst. Also die reiten Leute hinterher und ich bin so, keine Ahnung, wenn ich keinen Club habe, dann habe ich keinen Club. Und wenn ich einen haben möchte, dann mache ich mich, wie jetzt zum Beispiel, jetzt kriegt man eine Freundschaftsanfrage und dann wird man gefragt, ob man in einen Club möchte. Wenn ich einen Club suchen will, dann mache ich mich halt selbst auf die Suche. Dann brauche ich halt nicht die ganze Zeit angeschrieben zu werden. So, das ist leider voll nervig. Und ich freue mich immer so voll, wenn man Freundschaftsanfragen kriegt. Weil ich so denke, oh wow, okay, endlich mal eine Freundschaftsanfrage. Und dann wird man nur gefragt, ob man einen Club möchte. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Naja, vielleicht wird sich das irgendwann bessern. Aber
Das ist leider was, was mich ein bisschen stört. Ich hoffe wirklich, dass es vielleicht sich irgendwann mal, ich weiß nicht, bessert, aber im Moment sieht es nicht so danach aus. Also, wenn ich irgendwann einen Club habe, dann ist das für mich irgendwie was anderes. Aber im Moment habe ich halt absolut nicht die Zeit dafür. Deswegen, keine Ahnung, nervt das schon so ein bisschen. Ja, falls ihr euch übrigens wundert, wieso ich die ganze Zeit mit dem Friesenreiter. Das ist das einzige ausgelevelte Pferd, was ich habe. Na okay, ich habe noch zwei andere, mein Anfangspferd und noch eins, ich weiß auch gar nicht, wie das heißt, weil ich mich, wie gesagt, super mit Pferdenamen auskenne. Genau, ich habe, wie gesagt, nur das und ich warte, wie gesagt, die ganze Zeit auf die hier, diese hier. Ich habe es, wie gesagt, nicht mit Pferdenamen, auf die Araber, arabisches Vollblut, Araber Pinto, genau, huch. Auf die Araber Pinto, auf die warte ich, die ohne Flasche. Auf die Araber, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, oh man. Ich warte, wie gesagt, auf die hier, damit ich die ausleveln kann, weil die auch absolut gut in Championaten sind. Und die kommen am Mittwoch raus und da kommt auch ein Video zu, also seid gespannt. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram übrigens folgen, Emily McWay heiße ich da, emily.mcway. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nicht so viel, würde ich sagen, deswegen warten wir jetzt einfach mal, bis das Championat losgeht und wir in einer Wettbewerbsgruppe sind. Boah, Leute, also ich muss ja mal sagen, hier geht ja richtig Luzi ab, ne? Also, wow. Ich habe selten erlebt, dass es so voll ist. Also, okay, das ist echt... Upsala! Championatsgruppe 4, wow. Ich weiß nicht, also hier vorne sind ja immer diese Schlingpflanzen, keine Ahnung, dieses komische Kraut, was hier vorne wächst. Da werde ich entweder direkt am Anfang failen oder bei diesen Heuballen oder... sonst irgendwo, also hier habe ich echt absolut ein beknacktes Gefühl, also wenn es wie in Moorland läuft, ja dann Brustmahlzeit, bin ich nach 10 Minuten raus. So Leute, es geht los, 6 Sekunden, Hilfe. Oh, ich habe echt absolut kein gutes Gefühl, das wird glaube ich noch ein größerer Fail als in Moorland, also bei aller Liebe, oh Gott. Ist egal, welcher Platz wir werden, Hauptsache wir reiten einfach sicher. Wir reiten nicht irgendwo lang, wo wir wissen, okay, das wird scheiße. Oh shit. Oh no, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig lustig. Nee, ich bleib vorsichtshalber stehen. Wie gesagt, egal welcher Platz wir werden, Hauptsache wir kommen hier irgendwie durch. Oh man. Wir reiten ganz vorsichtig. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob man bei so einem Stein hier fällen kann. Absolut kein Plan. Okay. Unser erster Sprung. Okay. Es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Vielleicht kommen wir das erste Mal ins Ziel. Oh mein Gott. Nein. Nee, da kann ich nichts für. Ich schwöre, ich habe vorher angehalten. Keine Ahnung, zählt das jetzt als Fail? Ich habe vorher angehalten. Und die sind da durch. Na, ich bin ja nirgendwo hängen geblieben. Die sind ja in mich rein. Keine Ahnung, soll ich das jetzt zählen lassen? Keine Ahnung, ihr könnt entscheiden. War das jetzt ein Fail oder war das kein Fail? Weil irgendwie... die Heubein kam, aber ich stand schon, ich habe vorher gebremst und sind die erst nicht rein. Wir drücken dann Mini-Auge zu, okay. Oh no, und hier muss ich springen, ich heule. Was zur Hölle? War das denn? Kann sein, dass wir das erste Mal ins Ziel kommen, meine Freunde und Freundesfreunde. Aber ich reite jetzt nicht hier drüber. Ich reite schön außenrum. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Wir sind ins Ziel gekommen, wir sind 14. Oh mein Gott, das ist sogar voll gut. Oh nein, ich habe nicht drauf gedrückt. Ich habe vergessen, die Championatsgruppe zu verlassen. Egal. Hä, Platz 14 ist voll gut. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, bei den Heuballen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob das für euch ein Fail war. Ich lasse es jetzt einfach mal gelten, weil keine Ahnung. Ich habe voll gebremst. Und wo ich stand, kamen die Dinger. Also ich bin irgendwie so reingerutscht, keine Ahnung. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das als Fail gelten lassen soll. Herzlichen Glückwunsch an Jana Clearwell. Für den ersten Platz, also, und da bin ich, wow. Keine Ahnung, jetzt haben wir nur noch das Golden Hills Champion. Das wird, glaube ich, da bin ich nach 5 Sekunden raus, weil das ist ja absolut schwer. Also ich finde, das gehört zu den schwersten. Ja, mal gucken, wie es wird. Ich melde mich dann, sobald ich in Golden Hills bin. So, Leute, ich bin schon einer Wettbewerbsgruppe zugeteilt. Gruppe 4 bin ich. Wir haben auch noch 30 Sekunden, dann geht es sofort los. Die reiten hier, warum auch immer, alle im Kreis. Komm, wir machen einfach mal mit. Hey. Mega.
habe zwar keinen Plan, wieso ich jetzt eher mal so mitmache, aber warum nicht, ne? Warum nicht? So, 3 Sekunden. Das wird der größte Fail. Ich sehe schon kommen. Ist das, warum machen... Hä? Sind die deswegen gerade alle im Kreis geritten? Oder wieso, was? Nee, reiten schon die sichere Strecke. Sind die deswegen gerade alle im Kreis geritten, weil sie dann gleich so einen Speedstart haben? Oder was ist das gewesen? Habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Huch. Ey, Leute, ich habe so Angst bei diesem Championat. Jesus Maria. Schön geschmeidig um eine Kurve. Ey, wir sind voll gut. Wir sind Platz 3. Was geht denn ab? Warum sind wir Platz 3, obwohl wir überall aus... Ja, okay. Da war ich auch schon raus. Oh no. Ey, aber wir waren voll gut. Wir waren Platz 3. Hä, wo sind denn die anderen alle? Ihr Lieben, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen oben da. Ich hoffe, euch hat die Idee so ein bisschen gefallen. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, aber ich fand's ziemlich lustig. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Tschüss.